Hallo meine Freunde der leichten Zerstörung und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Hat etwas länger gedauert. Ja, die Feiertage stehen an. Ich habe mir einiges überlegt. Erster Standpunkt, ich werde hier diesen europäischen internationalen Cup simulieren. Grund deswegen ist, dass ich sofort mit der Liga anfangen will, aber natürlich auch das Geld des internationalen Cups mitnehmen möchte. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie wir das zukünftig handeln werden. Und ja, das Spiel gegen Nottingham Forest damit simulieren, gucken wir mal, wie es ausgeht. 3-1 gewonnen, das ist natürlich super. Gute Treffer hier. Gut. Ja, was soll man dazu sagen? 1,2 Millionen wieder zugekriegt. Werde jetzt simulieren. Und damit nächstes Video dann mit der Bundesliga-Saison angehen, denke ich mal. Ich wollte es jetzt nicht offscreen machen, damit da nicht irgendwelche Mutmaßungen und so. Der ist verkauft, 1,1 kriegen wir noch für ihn, das ist okay. Aber nur, dass ihr halt Bescheid wisst. Gucken wir mal, und gegen Boa Vista verlieren wir 2-1, bedeutet, wir sind raus. Für Georg Markreiter haben wir ein Transferangebot, aber da muss ich ehrlich sagen, dass ich dieses wahrscheinlich nicht annehmen werde. Guck mal, was Markreiter für eine Position bei uns hat. Markreiter ist derzeit nicht im Team, obwohl er eigentlich ins Team müsste. Sörensen ist aber schneller als Markreiter. Ja, man kann es gar nicht glauben. Markreiter bleibt auf alle Fälle bei uns. Da mal jetzt auch keine Hektik drüber. Dass der da bleibt. Auf alle Fälle. Angebot ablehnen. Wäre zwar nochmal 3,3 von Besiktas. Aber. Nee. Das ist zu riskant. Scouting in Polen ist abgeschlossen. Dann setzen wir den Schweizer ja gleich in Richtung Schweiz, würde ich sagen. Kann man mal gucken, was da sich gleich ein Netzwerk aufbauen in der Schweiz am besten. Was für ein Coup hat denn Tottenham wieder gemacht? Weiß keiner. Transferangebot für Patrick Eras 2,2. Der eine hat Norwegen abgekramt, der darf in die österreichische Liga. Mal gucken, was er da findet. Patrick Eras. Mal gucken, wo spielt denn der Eras? Nein. 70er zentral defensiv, eigentlich statt Jäger, aber ich würde Eras dann so, ja, ich behalte ihn, ich würde es ja noch nicht zu viel verkaufen, ablehnen, sicherheitshalber. Und trainieren sollte ich die Leute. Kommt da gerade keine nach, irgendwie nichts, aber könnte sich
nochmal verbessern. Sörensen geht auf eine 70 hoch. Ist auch nicht schlecht. Und ja, da würde ich sagen, wir das Video ein bisschen länger, aber ich denke mal, das ist okay, denn ich werde kurz an der Pressekonferenz teilnehmen und dann das erste Spiel gegen Dynamo Dresden spielen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Okay. Oh, definitiv, Akane ist definitiv stark. Müssen wir mal gucken. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Kleine Brötchen backen. Kleine Brötchen backen. Definitiv, er ist ein Teil der Mannschaft. Und da müssen wir Dove dann natürlich auch vor solchen Fragen wir sind am Ende angekommen. Schützen. Danke für Ihre Würde ich jetzt einmal Fragen und sagen. bis zum nächsten Mal. Sehr gute Antworten. Die eine, also bei der Frage um den Aufstieg hätte ich mir gewünscht, dass da gestanden wäre, dass man kleine Brötchen backen muss. Aber ist okay, das ist unsere Aufstellung. Mateta, Mühl, Valentini, Sörensen, Sorg, Geis, Behrens, Fuchs, Hack, Isak und Medeiros fangen an gegen Dynamo Dresden, das erste Spiel in der Liga auswärts in Dresden. Mal gucken, wie es wird. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle will ich hier nicht negativ in die Saison starten. Das will keiner. Dass wir hier irgendwie was mit das gleich irgendwie verhorn den Saisonauftakt. Oh, schöne Atmosphäre. Schöne Atmosphäre. Ich übernehme den Job von Buschi und von dem anderen Kommentator, Frank Buschmann und Wolf Fuß. Und dann geht's los. Dynamo Dresden, die ersten Minuten gleich etwas aktiver am Ball. Sehr gutes Passspiel. Und da haben wir jetzt die Chance. Kontersituation. Fuchs. Behrens. Behrens kriegt die Kugel nicht durch. Na, die ersten paar Minuten werden zum Abtasten genommen. Und dann muss man natürlich gucken, was noch so läuft. Aber das. Oh, das gibt die erste Verwarnung im Spiel für Dynamo Dresden. Es gibt Gelb, siebte Minute gegen Burnic. Oder Burnic. Ja, kann man geben. Fängt schon mal gut an die Zweitligasaison. Hopp. Ah, Dynamo verteidigt sehr gut. Ah, wir kommen dann nicht in den Strafraum. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass die uns nicht auskontern. Die versuchen es über die Außen. Da haben wir Sorg. Lässt sich auskochen. Sörensen muss hinterher, muss hinterher. Ihr könnt auch gerne Kommentare da lassen über Spieler, die wir verpflichten können. Die aber bitte im Budget des ersten FC Nürnbergs sind, dann kann ich mal gucken, wie ich das einfädel. Hauptsache, also ich werde sehr viel auf junge Spieler setzen, die halt
gute Stats haben auf alle Fälle. Muss man mal gucken, wie sich die Saison entwickelt. Aber ja, das ist doch immer so. Dresden hat am Anfang in den ersten 20 Minuten definitiv mehr Ballbesitz und da ist auch der erste Annäherungsversuch aufs Tor. Aber jetzt wieder Nürnberg. Oh, der Pass war nicht so gut von Fuchs. Gleich wieder weg. Gleich wieder der Ball bei Dynamo. Ja. Aber wir stehen da hinten gut. Lassen die Gegner den Ball nur spielen. Machen sie ihnen schwer. Eine Lücke zu finden. Da haben sie es mal gefunden. Und sofort ist einer da. Und es gibt das Freistoß für Dynamo Dresden. 25. Minute. Gefährliche Freistoßposition, 18 Meter. Ebert gegen unseren Torhüter an die Latte und der Kopfball geht daneben. Schon mal eine gefährliche Situation im Strafraum von Nürnberg. Sowas darf uns nicht allzu häufig passieren. Wir verlieren den Ball schon wieder gegen. Im Offball-Spiel Kone Geis versucht den Ball wieder zu bekommen. Es klappt nicht. So kriegt ihn Behrens. Isaac. Oh, verliert den Ball. Schlampiger Pass des Dynamo Dresden Spielers und jetzt können wir ein bisschen Tempo anziehen über Behrens. Oh, der Pass auf Geis geht wieder nicht an. Wieder Ballbesitz Dynamo Dresden. Flanke geklärt fürs erste, Kopfballduell gewonnen, Ball geht trotzdem zu Dynamo. Die das jetzt nicht schlecht spielen, klasse Rettungstat. Wir müssen aufpassen, dass uns Dynamo Dresden da nicht hinten rein spielt, quasi hinten rein drängt. Oh, wieder Ballverlust von Sorg. Ebert, Sorg kann sich die Kugel zurückholen. Nein, kann er nicht. Und weiter geht's wieder. Hopp, Ball nach vor. Ah, wieder nichts. Wieder der letzte Pass, der nicht ankommt. Valentini, sich wieder die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Jetzt vielleicht der erste Angriff über Hack. Hack wird am Leiber gezogen, macht ihm nichts und dann spielt er irgendwo hin, wo keiner steht. Deswegen geht die Partie 0:0 in die Halbzeit. Aber man muss sagen, Dresden hat mehr Ballbesitz und mehr Chancen gehabt in der ersten Halbzeit. Das muss sich ändern, wenn wir hier mit 3 Punkten heimfahren wollen. Zweite Halbzeit hat begonnen. Ihr habt es gesehen, wieder Ballverlust im Aufbau. Aber das passiert Dynamo Dresden auch. Aber das Mittelfeld von Dynamo ist sehr präsent. Gutes Spiel und jetzt schnell wieder weiter, schnell versuchen zu kontern. Jetzt könnte es klappen, dabei geht in die Mitte auf Behrens. Isaac setzt nach, nochmal Behrens, aber dabei geht übers Tor. Erste Großchance von Nürnberg durch Behrens.
Aber gut gehalten vom Dresdner Schlussmann. Ja, Dresden spielt viel über die Außen. Wieder komplett über die Außen. Sorg hat ihn. Spielt auf Geist. Der kann sich den Ball nicht annehmen, weil er gestört wird vom Gegner. Kein Foul, weiter geht's. Jetzt kann man Umschaltbewegung machen. Oh, Isaac verliert den Ball. Wir müssen wieder nach hinten. Fuchs kommt nicht in den Zweikampf. Valentini auch nicht. Und Fuchs ist da zum Retten. Ja, ja, Dynamo macht schon ordentlich Druck. Ja, Geis ist ein guter Spieler, den will ich da jetzt nicht raus tun. Die Ecke ist schlecht. Wir müssen das aufbauen, wieder vertagen. Jetzt haben wir ein guter Pass auf Sorg. Der auf Isaac, der steckt durch auf Materos. Und der schießt den Torhüter an, aber wir gewinnen das Kopfball, aber zu Behrens. Behrens auf Isaac. Isaac wartet. Isaac wartet. Sieht Behrens. Er nimmt den Volley. Er nimmt den Volley übers Tor. Da hätte man sich den Ball vielleicht auch noch annehmen können. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt wieder Dynamo. Offener Schlagabtausch der beiden Teams jetzt. Jetzt wieder Befreiung. Materos verliert den Ball wieder. Jetzt kommt Dresden. Die das gut spielen. Dovedan kommt gleich mal in der 72. Neuer Schwung vorne. Vielleicht hilft das. Eckball geklärt zu Behrens. Er versucht den Konter zu spielen. Langer Ball auf Dovedan. Der kommt an. Dovedan in Richtung Tor. Dovedan. Dovedan. Abgeblockt. Mühl gewinnt. Ball auf Geis. Geis sieht in der Mitte Fuchs. Fuchs wartet. Nimmt Dovedan mit. Der Ball kommt auf Umwegen auf Fuchs. Er muss abdrehen, muss Geis mitnehmen. Behrens nochmal Geis. Isaac Fuchs und Fuchs mit dem 1:0. 79. Spielminute. Fuchs mit dem 1:0 für Nürnberg. Was ein Spiel. Und nochmal gleich mal Isaac raus. Aber was für ein Spiel, ey. Chancen auf beiden Seiten und dann mit etwas Glück kommt Fuchs da durch und schiebt ihn genau durch die Hosenträger des Dynamo Dresden Torhüters. Jetzt müssen wir aufpassen. Valentini auf. Klärt den Ball, er wieder auf Hacke spielt. Der kann sich den Ball nicht mitnehmen. Es sind noch 8 Minuten plus X zu spielen. Langer Ball, kein Problem für Martinia. So, Dovedan. Oh, viel passt Dovedan. Oh, wilder Befreiungsschlag, der kommt an, aber unser Spieler kann ihn klären. Nicht ganz klären. Er kommt daran. Gute Verteidigungsarbeit. Also Dynamo natürlich wieder mehr vom Spiel. Klasse Kopfballabwehr. Hack und es gibt Abstoß. Das hat Hack gut gemacht. Da wird was von der Zeit runternehmen. Gute
aus Schuss, guter Kopfball, geht aber zum falschen Spieler. Die 2 Minuten werden wir hier noch überleben. Sörensen geht nach außen. Sörensen geht nach außen. Sörensen geht nach außen. Kopfballduell wird gewonnen. Ball wird nach vorgeschlagen und es wird abgepfiffen. Nürnberg gewinnt 1:0 gegen Dynamo Dresden in einem Wahnsinns-Auftaktspiel. Ihr seht's an der Statistik. Wow. Also, das war ein krasses Auftaktspiel in hoffentlich spannende zweite Liga. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Wow, Alter. Es war ein kämpferischer Erfolg. Ja, definitiv würde ich definitiv so auch sagen. Wieder eine Frage zu Duredan. Nein. Duredan hat definitiv eine Zukunft hier bei diesem Verein und in der Startelf. Ja, Isaac hat eine gute Leistung gemacht. Das ist gut. Wir müssen definitiv, er muss definitiv so weitermachen. Wir müssen gucken, dass er in Form bleibt. Danke, dass er so spielt wie heute. Dann sehe ich eigentlich keine Probleme in der weiterführenden Saison. Wir haben jetzt da, wir sind jetzt nach dem ersten Spiel natürlich mit 3 Punkten, stehen wir da, knappes Ding. Aber kann ja nur besser werden. Gucken wir mal, wir haben also noch bis zum nächsten Spiel vor simulieren. Transferangebot für Ondrej Petrak bekommen. Nein, der geht auch nicht. Auch ein wichtiger Bestandteil des Teams. Er hat die Schweiz abgerast. Und dann gehst du eine Runde nach. Ja, nach Schweden. So. Fuchstor besiegelt Dresden Niederlage. Viva. Ja, oh, das nächste Spiel ist interessant. Es geht gegen Hamburg. Er hat Österreich abgegrast. Ja, dann kriegt er die Portugiesen. So, ich sag mal, danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn du neu bist und mich unterstützen willst, dann abonnier doch bitte kostenlos diesen Kanal. Und ich bin hin und wie, ich streame fast regelmäßig auf meinem Twitch-Kanal Totenkopf WWE. Könnt ihr gerne reinschauen, wenn ich online bin. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.